So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon zur Hot Wheels Expansion und dabei natürlich heute wieder mal der Micha. Hallo. Wir sind jetzt wieder bei S1 und ja, ich fahre hier so einen wunderschönen Twin Mill mit wahrscheinlich, ich meine, das kannst du glaube ich sehen, zwei Motörchen da vorne mit über 16 Liter Hubraum und weit über 1400 PS. Ich meine, kann man sich ja mal gönnen. Und der Micha fährt hier so einen netten Nissan GT-R. Ist das der 2012er? Ich glaube schon, ne? Denke ja, mit halt diese Breitbau-Kit. Horizon Edition. Ja, nettes Design. Und ich würde sagen, das erste Rennen hier ist, glaube ich, ein Rundstreckenrennen hier um die Ecke. 200 Meter. Okay, alles klar. Hättest du nicht rechts abbiegen müssen? Ja, ich wollte rechts abbiegen. Aber das wollte die KI wohl nicht. Rechts abbiegen. Wir haben gerade jetzt Donnerstag, dem, ich glaube, 18. Ist das der 18.? Ich hoffe schon. Und ja. Es ist jetzt schon quasi die ganze Woche mega, mega warm draußen. Es glaubt ihr nicht. Wir haben es draußen so, glaube ich, so um die 26 Grad aktuell. Jetzt hier um 19 Uhr oder? Ja, 19 Uhr. Und in meinem Zimmer sind es so 28 Grad. Bei mir ist es nicht viel kühler, glaub mir. Ja, wenn jetzt bei mir die Xbox an ist und der PC zum Aufnehmen. Ich kann euch vorstellen, dass es eventuell so ein bisschen warm hier drin. Fenster kann ich nicht aufmachen, weil da wird es noch wärmer. Und Tür aufmachen geht nicht, weil dann störe ich meine Eltern, weil die schlafen gerade. Zumindest einer davon. Okay. Deswegen habe ich hier eine schöne. Ich habe über 1400. Also über 1000 kW. Oh. Das ist eigentlich viel zu viel. Aber der Wagen, der ist für 1000 kW nicht wirklich schnell. Ich glaube, ich habe bloß 500, 600 sowas in dem Dreh. Also du hast Serie, ich glaube 550. Hm? Elektrisierender Gipfel. Oder? So. Okay. Und uns fehlen noch weniger als 20 Sterne für das Finale hier. Für das Goliath-Rennen. Also auch nicht mehr lange. Das heißt, wir holen uns jetzt drei Medaillen hier. Das wäre schön. Ich meinte, da hätte ich jedes Mal gerne. Aber gut, das ist nicht immer machbar. Oh, die drängen hier schon wieder. Aber ich bin eigentlich ganz gut durchgefahren soweit. Ach, du bist rechts gefahren, okay. Ja, der Sprung, ne? Ach du Scheiße. Okay. Wagen weggeschmissen nach dem Sprung. Rum. Okay. Wie ich mir so denke, 1000 kW auf S1, das ist schon. Das ist schon eine Ansage. Ich meine auch 1000 kW auf S2 oder X ist auch schon nicht gerade wenig. Oh Gott, ich. Naja, ach, wir sind Billardspieler. Immer von links nach rechts. Gegen die Bande. Bam, bam. Oh Gott. Scheiße. Ach, beschleunigen im dritten Gang, naja. Mehr oder weniger. Schalten. Also, du ziehst davon. Ach Leute, wir fahren drei Runden. Ach du Scheiße. Dieser Wichser! Au! Der hat mich vor dieser Teilung der Straße voll in die Mitte gedrängt. Bin okay. Da voll in keiner Gegend gedonnert mit über 300 km/h. Der hat mich da eiskalt gedrängt, dieses Arschloch. Ey, das ist ja wohl wirklich, ne? Also es ist nicht unter aller Sau. Also ich war links und ich glaube sogar ich war links. Er wollte glaube ich rechts fahren. Hat mir so einen schönen Stoß gegeben und ich bin voll keine gegen die Mitte gefahren. Okay, ich hab dich nur kleben sehen, ganz kurz. Ja. War auch nicht schön. Wäre dabei echt bestimmt gestorben. Aber ist ja zum Glück nur ein Spiel. Ja. Gott. Handling, naja. Nicht ganz so geil. Oh, jetzt gehe ich mir auf die Seite. Ich hole wieder auf.
Beschleunigung ist ganz in Ordnung. Ich den schalten müssen, Idiot. Aber so, diesmal hat mich keiner irgendwie abgedrängt. Weil ich mal nett so. Ich glaube, ich einen abgedrängt. Hahaha. War, glaube ich, sogar der gleiche, oder? Kann das sein? Hast du gar nicht gemerkt, aber ich, das könnte sogar der gleiche gewesen sein. So ziemlich gerade vorne. 1500 zu 550 Punkten. Kann gerne so bleiben. Oh, du bist auch zwei vor mir. Naja. Ein vor mir. Ich auch gerade auf dem dritten und mich hier auf dem fünften. Läuft so. Ja, ich bin zufrieden. Was haben wir beim letzten Mal gefahren? Das war doch dieser unsägliche Jeep, ne? Ja, der Jeep Trailcat. Den ich hier nicht ganz so toll fand, eventuell. Nee, also mit dem bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Aber mit dem, Nissan geht's hier. Mit meinem, es geht auch in Ordnung. Wird schon besser ausgefahren, aber auch schon deutlich schlimmere. Na weg da. Ich bin Erster. Oh, super nett. Okay. Also noch. Ich weiß nicht, wie lange noch die Runde geht. Ist gleich vorbei. Yes. Der Erster, Bitch. Und das, obwohl ich da einmal voll gerne gegengerammt wurde. Ha. Also ich bin nicht weiter vorgekommen. Platz 5. Aber 5 ist auch in Ordnung. Team hat gewonnen. 17,50. Also gibt vielleicht sogar 3 Sterne. Ich weiß nicht, was das Bonusziel war. Habe ich mir nicht angeguckt oder gemerkt. Was könnten 3 Sterne werden? Wohl bei meiner Fahrweise wohl eher nicht. Gibt immerhin gute 19.000 Erfahrungspunkte. Wir haben noch bald einen Levelaufstieg. Okay, die Rundenzeit, habe ich die geschafft? Kürzer als 1,20? Habe ich nicht geschafft, schade. Gab 2 Sterne. Jetzt habe ich 87. Das heißt noch 13 für Goliath. Ein bisschen was vor uns. Ja, naja, obwohl. Machen wir direkt noch ein nächstes Rennen. Ich würde sagen, aber hier ist jetzt auch um die Ecke. Und zwar haben wir hier ein Sprintrennen, das die Stratosphärenschleuder. Okay. Oh Gott. 3 Kilometer. Nicht mehr lange. Warte. Hier lang? Ich glaube schon. Das ist aber ein Umweg. Ist irgendwie ein komischer Weg. Aber gut, man kommt wahrscheinlich nur dahin, ne? Ja. Ich würde gerade LOL und WOW sagen, dann irgendwie so WOW. Hier wieder am Kreis fahren ein wenig. Diese Driftzone, ey, die habe ich auch gehasst. War ich echt nicht gut. Eine Person, 3 Sterne oder 3 Medaillen, aber das ist echt nicht geil. So, jetzt hier lang. Wieder beim Festival quasi. Von Skulltopia. Doch vorhin fast gestartet. So, jetzt noch der nächste Sprung. Hopp! Da vorne sind wir schon. Oh, halt! Ach Gott. So, warte, ich wollte noch mal kurz lesen, was wir für 3 Medaillen, 15 Drift- oder E-Drift-Fähigkeiten. Ach Gott. Ja, du sagst es. Kannst du 30 machen? Ich glaube, ich schaffe vielleicht 10 oder 5. Okay. Nein, also ich denke mal, also ist die, natürlich denke ich mal möglich, aber halt mehr so unkontrolliert. Nicht wirklich gewollt. Ja, mal schauen. Aber 2 Sterne würden mir auch schon reichen. Ist besser als einer. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Genau. Oder der Elefant. So. Jetzt schon bei Tag das Rennen. Ein paar Wölkchen, aber ganz passables Wetter.
Das schaut gut aus. Hinaus ist doch nicht wie hier. Aber ich denke mal, da ist es vielleicht nicht so heiß. Also wenn ich mir so die Teilnehmerliste anschaue, frage ich mich, ob ich das richtige Auto gewählt habe. Mich auch. Sorry. So, der nächste Boost. Oh, oh! Lol! Oh, Entschuldigung. Ich konnte nicht so schnell. Nee, ich auch nicht. Was ist passiert? Aber ich hab schon zwei Drift-Dinger. Immerhin, ne? Oh, oh nein, oh nein! Nein! Oh Mann! Ich hab einen riesigen Abgang gemacht. Oh, okay. Das heißt, von der Strecke geflogen. Ich bin jetzt wieder gespawnt! So weit weg! Wow. Hä? Was ist hier los? Problem. Also ich habe gerade meinen dritten Drift gemacht. Kein. Scheiße, geht's hier runter. Ach du Scheiße. Oh Gott, die Bremsen sind super. Jetzt habe ich eine Fähigkeit. Und vier. Sehr gut, bei dir. Ja, ich meine, ich rutsche eh hier rum, also. Ich wurde so weit zurückgesetzt. Kann ich auch hier lang du fahren? Bist noch hinter mir, ich sehe es gerade. Ach du Scheiße. Ja, also ich war wieder dann ganz unten, vor dem Berg noch, bevor es da hochging. Beim ersten Checkpoint, glaube ich. Das war auf jeden Fall nicht so cool. Da ist wieder Looping. Für uns beide vielleicht noch 0 nochmal, wenn es so weitergeht. Also ich habe mittlerweile 7. Ich meine 0 von den Punkten her. Wenn wir 11 dann 12er werden. Nein! Okay. Was denn? Was ist denn das? Alter, ihr habt so viel Vorsprung. Ich bin 30 Kilometer hinter euch, ey. Wenn mich jetzt auch zweimal hier runterkaut und der Rücksetzpunkt war so doof. Au! Barbie 12, da kommt gleich so ein blaues Teilstück. Ja, da bin ich schon. Ich habe meine Herausforderung abgeschlossen. Echt? Ja, nice. 15 Stück. Ich habe 1. Aua. So, jetzt versuche ich mich aufs Fahren zu konzentrieren. Wäre bei einem Rennspiel vielleicht vonnöten? Ist das ein Rennspiel? Okay. Ach, schießt man ja gar nicht. Ja, ich fahre hier eigentlich nur zum Spaß. Oder kann man irgendwas gewinnen? Irgendwie Geld oder so? Medaillen. Ach so, Bronze, Silber, Gold oder wie? Ach, du warst gleich hinter mir. Ja, das war okay. Ja nichts. Team 0 Punkte. Ja, gut. Okay. Aber ich würde sagen, wir haben knapp verloren, ne? Es war sehr, sehr knapp. Also, ich konzentriere mich lieber wieder aufs Rennen und weniger auf Fähigkeiten. Obwohl ich glaube, mit dem Auto auf dem ersten Platz vorzufahren, ist glaube ich nicht drin. Keine Ahnung. Aber wie jetzt bin, immer noch ein Erfolg im Rennen. Jetzt habe ich auch einen schönen Wiedergutmachungspreis. Bestimmt so 2000 oder so, oder 4000. Juhu, und Toyota Celica GT wollte ich schon immer haben. Ja. Immerhin haben wir das Rennen abgeschlossen. Immerhin ein Pünktchen. Ich sag doch, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ja, heute. Ja, von einem Punkt ist, naja. Erfolgreich sieht anders aus. Hast du einen neuen Startpunkt gesetzt? Noch nicht. Ich
bin noch im Ladescreen. Ah, weil hier, ich sehe schon eine grüne Linie, 1,5 Kilometer. Ah, da bist du ja. Haben wir noch ein Rennen in der Nähe vielleicht? So ein S. Aber wir haben auch noch hier PR-Stunts. Das können wir auch noch machen. So, mache ich mal kurz hier einen Blitzer. Blitzerzonen, Gefahrenschilder, Driftzonen. Was haben wir denn da noch nicht? Guck mal, hier haben wir doch was Neues. Können wir das hier mal machen? Wenn ihr bei sowas wollt, mehr als einen Stern kriegen oder mehr als eine Medaille. Wir müssen Medaillen sammeln. Ja, ich sag manchmal Sterne, manchmal Medaillen, manchmal was anderes. Es ist. Ich war übrigens heute auch mal wieder auf Blizzard Mountain gewesen. Ja. Da war ich jetzt schon seit Wochen nicht mehr. War mal wieder schön. Kann ich mir Bei der vorstellen. Hitze sehr angenehm. Huch, wieso bleiben die stehen? Die waren nur noch nicht langsam. Warte. Nein, die standen mehr oder Ich mach weniger. bald alle Straßen entdeckt übrigens. 124 habe ich aktuell. 125. Oh, das ist scharf. Ja, stehe auch. Richtiger Atomblitz. Oh Gott. Ich fahre stark abkommen. Ist das eine Blitzerzone? Ah ja. Ja. Sei wohl mehr als ein Stern, oder? Looping fahren. Wenn wir schon mal hier sind. Ich habe es natürlich gewusst, es sind wie immer zwei Medaillen. Ich krieg nie drei beim ersten Versuch. Ich habe 254 drauf gehabt. Ich hatte Aber was? 271. Okay, ich glaube auch mit dem Auto geht nicht mehr. Du brauchst für drei Medaillen 290. Ist auch schon echt schnell. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Aber wir haben Ich noch. glaube, das sollten wir warten, bis wir in der S2-Klasse sind und dann die ganzen Blitzerzonen machen, ne? So, hier ist noch ein Blitzerchen. Mal wieder umdrehen. Ich habe auch bei meinem Fahrzeug hier vier Auspuffrohre, zwei hinten und eins jeweils links und rechts. Das ist Oh, warte, ich. Ja. Wo willst denn du lang? Ich An bin Strand schon baden wieder gehen? da. Ja. Bei dem schönen Wetter, ne? Man ist an sich wirklich echt schönes Wetter. Mega geil, mega Sonnenschein. Super. Aber einfach nur viel zu warm. Ich gucke schon wieder nicht auf die Karte. Bei 5 Grad kühler würden ja völlig reichen. Ja. Also wenn ich überlege, Weltklasse. dass vor einer Woche oder so noch die Heizung hier lief. Ja. Bei mir lief die auf 4. Wir hatten, glaube ich, nur 10 Grad oder so. Oh! Okay, was macht denn der Typ hier? Läuft ihm auf jeden Fall. Das ist krass. Ja, kann man machen. Der genießt wohl den Ausblick. Oh Fabian, ich glaube, ich bin verkehrt abgebogen. Ich hab die linke Spur gewählt. Ja, ruhig. Einfach nach GPS fahren. Am besten noch auf die Karte gucken. Oh! Da bist du doch. Oh, okay, dann war der Weg doch nicht so verkehrt. Da siehst du. Wow. Hat ja super funktioniert. Oh, Mal. Fabian, Blitzer, müssen wir wieder zurück. Oh ja. Wir brauchen Speed und davon nicht gerade wenig. Immer noch ein bisschen mehr Lauf hier. Aber umdrehen hier. Ich warte Da noch kurz fahren wir auf noch dich. nicht. Ja, ich warte noch Ich kurz. wollte. Da vorne ist er auch. So. So. Okay, ich starte von hier. Das passt so vom Speed her. Zack, 268. Fahr gleich mal weiter geradeaus. Ja.
Diesmal sogar nur eine Medaille. 231. Okay, hätte ich vielleicht auch von weiter hinten. Aber gut, der GDR, so schnell ist der nicht. Obwohl, für mich ist das schnell genug. Also jetzt mal, er ist natürlich schnell, aber halt für diese nicht so schnell. Ich würde mal sagen, ich drehe aber langsam um. Das dürfte genug Anlauf sein. So, wo bist du? Ach, du bist da auch. Ja, das reicht. Okay, okay. Jetzt habe ich ganz aber deutlich mehr Speed als der Looping und dann. Ah, deshalb bist du so weit zurück. Warte, Alter, wie heute ich fliege. Au, au, au. Oh, das war mal knapp. Ich bin fast im Wasser gelandet. Jawohl! Drei Medaillen. So läuft das. Und über die Brücke und. Ja, bin ich auch. Entschuldigung. Nicht schon, wie viel hast du geschafft? Ich habe jetzt nicht mal geschaut. Oh, keine Ahnung. Ich war so perplex, weil ich an die Brücke rangedonnert bin. Dann hat es mir die Schnauze nach vorne. Ich habe nur versucht, halbwegs zu landen. Oh. Wenden? Nicht so einfach? Nee. Folge mich nicht ganz lieb, aber ich komme rum, ich komme rum. Bin ein Stückchen zurückgefahren, da war es einfacher. Ich warte am Zielort auf dich. Ja, oh. Ich will nicht zurückfahren, ich krieg das auch so hin. Oder auch nicht. Siehst du mich hier auf der anderen Seite? Nein, ich sehe gar nichts. Ich bin jetzt hier direkt unterm Feuerring, wenn du mir so nach links guckst. Ah, bist schon weg. Ich hab mich teleportiert. So. Okay, läuft. Ich hab. Ich fahr los. Okay, ich hab noch 1,5. Oh, warte, da oben? Ach so. Wow. Ich bin ein Idiot. Ich meine, ist nichts Neues. Aber. Oh Gott, KI, hallo. Das ist aber ein schöner McLaren. Oder hat es einen schönen? 153 Meter. Ich nehme mal ein bisschen mehr Anlauf. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Komme ich von der Seite eigentlich auch hin? So, umdrehen. Komm. Ich war jetzt ein kleiner Twinmill, aber klein ist er nicht. Und leicht auch nicht gerade. Oh Gott. Oh Gott. 300 Meter. Das soll zwar streng geheim sein, es ist aber auf 10 Kilometer Entfernung zu sehen. Und ich bin echt schlecht darin, etwas geheim zu halten. Weshalb ich es dir erzählen werde. Sie bereiten die Strecke für das Hot Wheels Finale vor. Das wird riesig. Genau. Und da bin ich nicht. Ich habe 300 Meter und habe nur... Wow, ich brauche 5 Meter mehr. Das ist aber nicht euer scheiß Ernst, ne? So, warte mal. Ich probiere es jetzt auch noch mal. Mach's auch noch mal. Ich teleportiere mich auch wieder zurück. Ey, komm, die 5 Meter, die schaffe ich jetzt aber auch noch. Also wirklich. Fehlgeschlagen, okay. Du kannst übrigens kommen, ich bleib ja, hier stehen. Ja, ich muss nochmal noch kurz zurückfahren. Ich meine, 5 Meter mehr, das ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, hochschalten sollte ich dabei echt nicht. Ja, du hast ja keinen Beschleunigungsstreifen, ne? Nee, und deswegen, wir haben am 4. noch einen Drehzahlbegrenzer. Das war soweit in Ordnung. Das war gut, wa? Ja. Er kömmt, er kömmt. Sieh in die Luft und sieh. Hui! Alter! Wieder 300 Meter.
30 Zentimeter mehr. Ich würde sagen, nö, will er nicht. S2. Dann halt die nächsten PS, dann ist mir egal. Alter, wie viele noch sind hier? Wir haben ja noch einen. Um die Ecke quasi. Ist echt nicht weit. 400 Meter. Deswegen haben wir auch, denke ich mal, bald, ja, nicht mehr viele Sterne, die 100. Jaguar. Ja. Am besten irgendwie Anlauf nehmen. Irgendwo. Genau. Ne, wäre nicht schlecht. Lol. Ach, das ist der Dino wieder. Na Mensch. Oh, der zeigt uns ein Hinterteil. Ist aber nicht nett, ne? Nein. Oh Gott, bin ich erschrocken. Was denn? Weil er so rumgebrüllt hat. So, ich würde sagen, von hier an aufnehmen passt eigentlich. So, Michi kommt auch. Das war nicht Michi, das war die KI. Die mir vorher reingefahren ist, aber gut. Achso, wo bist denn du? Kommst du? Ich bin auf dem Weg, ja. Auf dem Weg zum Blitzer oder zu mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Alter, der ist mir wieder reingefahren, Blitzer. Der Typ ist ein Idiot. Okay, ich fahr einfach los. 269. Ich glaube, das ist keiner KI im Weg oder so. So, 313. Anhalten. Au, 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 au. Begabt. Und wer das gedacht, wieder mal zwei Medaillen. Es ist wirklich jedes Mal so. Ja, das probierst du gar nicht erst mit dem GTA, weil da braucht man S2-Fahrzeug. Achtung! Oh Gott! KTM. Da ist ja noch ein bisschen in der Nähe. Soll ich da hochfahren? Mit Schmackes. Ach du Scheiße, das geht ein wenig steil hoch. Ja, war mega scheiße. 150. Und ich hab's gesagt, es ist ja wirklich, also krieg ich jedem Scheißding zwei Medaillen. Wir brauchen 290. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich fahre gerade runter, oder? Oh. Weiß ich nicht. Ich fliege. Ich bin richtig gelandet. Ich lande. Und ich bin. Au, au. Du bist da hinten? Ja. Wie bist du da hingekommen? Ich bin am Festivalgelände. Aber gut. Haben wir noch einen PR-Stand? Okay, dann haben wir noch ein paar. Wir haben noch insgesamt, die wir noch nicht gemacht haben, 1, 2, 3, 4. Komm, einmal machen wir diese Folge noch und dann. Okay. Das ist die neue Route? Ja. Oh, schwitzen, ey, das ist wieder. Oh Gott, ich hab den Sprung nicht geschafft. Ah, bin drüben. Bist schon da? Nee. Ich war doch gerade dieser Sprung mit diesem Feuerring, den hab ich aber nicht geschafft, ganz knapp. Lager ist nicht so nice. In 200 Metern rechts abbiegen. Er wiegt ja sogar 2 Tonnen. Rechts abbiegen. Das wiegt mehr als ein Bugatti. Das sind die Motoren, die so schwer sind. Ach, das bist du ja gar nicht. Ich bin noch weiter hinter dir. Jede Menge Twin Mills. Oh Gott, das war ein wenig zu spät gebremst. Ja, ganz kleines wenig. Was ist nun passiert? Ich bin noch drauf geblieben. Aber wenn du hier unten auf der Strecke bist, da kommt gleich eine Kurve, die bin ich ein bisschen neben angegangen. Ich auch. Okay. Ich muss langsam mega auf Toilette, ey. Also ich musste ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht schon wieder von dem Jeep anfangen, aber es ist hier ein ganz anderes Fahren. Ich meine, der Jeep war ja auch S1, aber mit dem bin ich ja
überhaupt nicht zurechtgekommen. Ja. Aber der Nissan, dafür, ja, dass es S1 ist, schlage ich mich ganz wacker. Der ist eigentlich ein ziemlich cooles Auto. Eigentlich einfach zu fahren. Das Allrad ist schnell wie sonst was. Also der ist wirklich für das S1 ist eigentlich sehr schnell. Und an sich ein GTR ist mega schnell. Ist halt GTR, ne? Ja. Mann, ich habe ja auch einen Nissan. Allerdings nur Juke. Ja gut. Nicht ganz Nissan GTR, ne? Aber fast. Komm, 110 Dieselpferde. Ich habe was habe ich denn? Ich hab so gesehen 0 PS. War, ich habe ein MS, eine Menschenstärke. Jetzt schalten müssen, nicht Idiot. Ich hatte 235 und du? Ich hatte glaube ich mehr, aber ist mir egal. Wir haben 200 Sterne, haben 2 geschaltet. Oh, aber okay. Das weitere in der nächsten Folge, denn ich muss hart auf Klo. Es ist okay, ist noch eine Zwischensequenz. Oh. Das ist nämlich ganz dringend aus stille Örtchen. Mal ganz kurz. Ja, Kira, das musst du nicht alles erzählen. So, hat jetzt Gold hat freigeschalten. Danke fürs Zuschauen und danke natürlich an mich fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Gerne. Jo, tschüss.